Wir bewegen uns nach dem Buch Weihe an den heiligen Josef, schon den dritten Tag. Und jetzt frage ich euch, was blitzt in euch auf, in eurem Innern, was spielt sich ab vor Augen in eurem Herzen, wenn ihr an euren Vater denkt? Vor kurzem begegnete mir ein Handwerker und während hier des Arbeitens blickte er ganz kurz auf und in einem bestimmten Zusammenhang erwähnte er, dass sein Vater ja eigentlich ein, ich zitiere, Hund war und sich nicht um ihn gekümmert hätte. Dafür habe er den Pfarrer mit Name viel zu verdanken, der ihn aufgebaut habe und vieles beigebracht, das ich um ihn angenommen habe. Ich dachte mir dabei, das wäre auch einmal eine Titelseite wert. Als ich am Grab meines Vaters stand, war ich überwältigt von dem Geheimnis der Liebe, der Fürsorge, des Beschütztseins, der Präsenz meines Vaters in meinem Leben. Im Neuen Testament, Epheserbrief 3,15, vernehmen wir, dass es nur eine Vaterschaft gibt, jene von Gott, dem Vater, dem einen Schöpfer der Welt. Von allem, was sichtbar und unsichtbar ist, dem Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, wurde jedoch ein Anteil an der einen Vaterschaft Gottes gewährt. Der heilige Josef und seine Vaterschaft ist, ich zitiere Papst Benedikt, ein bemerkenswerter Fall. Ein Vater, der keine Vaterschaft dem Fleisch nach hat. Er ist also nicht der leibliche Vater Jesu, dessen Vater allein Gott ist, nach eigenem Zeugnis, und dennoch lebt er seine Vaterschaft voll und ganz. Vater sein heißt vor allem im Dienst des Lebens und des Wachstums zu stehen, so Papst Benedikt. In diesem Sinne gab der heilige Josef den Beweis großer Hingabe. Und wer hat jetzt Bedenken? Wozu hat Jesus, dessen Vater Gott ist, noch Jesus gebraucht? Weil die reale Vaterschaft und Mutterschaft zur menschlichen Entwicklung gehören, einander ergänzen, aufeinander zugeordnet sind und nicht losgelöst voneinander, unabhängig. Denn wirklich wie ein Puzzleteil ineinander ein Ganzes gibt. So braucht Jesus in seiner Menschheit dieses Ebenbild der Vaterschaft in menschlichem Kleid. Josef war seine Beziehung zu Jesus war persönlich, maßvoll, liebevoll, moralisch und herzlich. Also er war mehr als ein gesetzlicher Vertreter. Aber Vater, so können wir durch Jesus rufen. Ein Kind Gottes zu sein, ist der Grund, warum wir erschaffen wurden. Es ist der Zweck, warum wir existieren. Und es gibt einen Weg zum Vater. Jesus Christus, der durch die Taufe bezeugt wird. Bitte lest es nach im Neuen Testament, Johannes 14, Vers 6.
Jesus hat die Macht, uns zum Vater zu bringen, in Gottes barmherzige Liebe. Und in Gottes barmherziger Liebe erhielt der heilige Josef eine sehr wichtige Rolle, wie hier übersetzt wurde. Mir ist das Wort Rolle immer fast zu wenig. Ja, einen Ruf, ein Sein, eine Aufgabe, die tiefer verankert ist im gesamten Wert und Gedanke Gottes eines Menschen. Vielleicht möchte der Autor Donald Calloway auch mit dem Wort Rolle, wenn das in der Übersetzung so gewählt wurde, dies zum Ausdruck bringen. Und diese Aufgabe des heiligen Josef ist unser geistliches Wachstum und die Reise zum Vater. Die Weihe vermehrt die Gottes Gegenwart in unserem Leben. Also, als der himmlische Vater seinen Sohn in die Welt sandte, um uns zu retten und uns zu seinen Kindern zu machen, da erwählte er einen Heiligen, der ihn selbst auf Erden repräsentiert. Diese Repräsentation der Vaterschaft Gottes verkörpert der heilige Josef. Die Vaterschaft des heiligen Josef vermehrte die Präsenz des Himmels, des himmlischen Vaters im Leben Jesu. Und jetzt möchte ich noch einmal unmissverständlich klarstellen, hier ebenfalls so geschehen, der heilige Josef ist nicht Gott. Er kann der göttlichen und ewigen Gemeinschaft, die zwischen Gott Vater und Sohn in vollkommener Weise stattfindet, existiert, nichts hinzufügen. Josef kann die Fähigkeit Jesu, die Gegenwart seines Vaters ständig zu schauen, nicht verbessern. Aber worum geht es dann? Josef wurde auserwählt, an die Stelle des himmlischen Vaters zu treten, gemäß der menschlichen Natur Jesu. Gott Vater hat keine menschliche Natur. Daher sind die Diskussionen über Gott Vater Darstellungen überflüssig. Die Kirche hat geklärt, welchen Aspekt sie mit der Vaterdarstellung ins Bild bringt. Wenn Josef sprach, wenn er arbeitete oder wenn Jesus erfahren hat, wie keusch die Liebe zwischen Maria und Josef einfach war, wenn sie sich begegnet sind, dann erfuhr Jesus ein vollkommenes Spiegelbild des himmlischen Vaters in der Menschheit, in seiner Menschheit. Was der himmlische Vater für Jesus getan hat, möchte er für uns tun. Ähnlich wie Gott die menschliche Natur Jesu, dem heiligen Josef, anvertraut, dürfen auch wir dem heiligen Josef uns anvertrauen. Vielleicht kann man die quantitative Zeitspanne des Lebens Jesu von seiner Kindheit her einmal
gegenüberstellen einer Aussage der Bedeutung dessen, was hier sich vollzieht. Um das jetzt in Vergleich einer zeitlichen Spanne von 3 Jahren zu stellen, in der Jesus dann nach dem Tod Jesu gewirkt hat, mit den Aposteln und so weiter. Gott hat von Anfang an die Vertrauensstellungen von Jesus an den heiligen Josef als auch von den Mitgliedern der Kirche im Sinn. Sie wurden nicht willkürlich erfunden, gemacht. Josef war, um es mit Andreas Hönisch zu sagen, ein wahrer Diener Jesu und Mariens, in deren Sendung. Lest Johannes 14, 9. Jesus spricht: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so teilt Jesus mit uns auch, der für ihn das irdische Bild seines himmlischen Vaters war. Ich bitte auch um das Gebet der Litanei zum heiligen Josef, damit diese Betrachtungen wirken dürfen in unserer Seele, dass sie bewirken dürfen, was sie sollen. Und dass sie zur Vollendung führen, was Gott mit uns vorhat. Gelobt sei Jesus, Maria und Josef.